Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und in diesem Video will ich euch ein neues Miner-Projekt und zwar den Ethereum Auto Miner vorstellen. Vorab, wenn ihr immer über die neuesten Projekte informiert werden wollt, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Lasst gerne ein Abo da und macht die Glocke an, da Projekte im DeFi-Bereich meist relativ zeitsensibel sind und ihr somit immer rechtzeitig informiert seid, wenn quasi ein neues Video von mir hochkommt und dann dementsprechend zu den profitabelsten Zeiten dort einsteigen könnt. Wir wollen gar nicht lange drum herum reden, wir starten direkt und springen auf die Homepage. Und zwar ist das der Ethereum Auto Miner. Und zwar gehört dieser Miner unter anderem zu einem Projekt, das ich auch schon hier auf meinem Kanal vorgestellt habe, unter anderem eben auch im gestrigen Video kurz drüber geredet habe, und zwar dem Paycheck Team. Sie haben unter anderem schon den BUSD Paycheck Miner und jetzt kommt eben der Ethereum Auto Miner. Das andere Projekt performt sehr gut, deswegen erwarte ich mir sehr viel von diesem Projekt. Ihr werdet auf jeden Fall im Thumbnail sehen, wann das Ganze launcht. Ihr seht hier auch den Timer. Ich empfehle immer, wenn ihr in diese Projekte einsteigen wollt, geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Sobald ihr das Video zu Ende geguckt habt, setzt euch ein Lesezeichen, setzt euch einen Alarm bzw. einen Timer auf den Ablauf dieses Timers hier, um dann direkt nach Sekunde 1, nachdem das Ganze hier abgelaufen ist, in das Projekt einzusteigen. So, dann wollen wir generell mal auf das Projekt eingehen. Und zwar kann man hier bis zu 8% wöchentlich verdienen, also 8% wöchentliche Rendite. Das entspricht aufs Jahr gesehen einer Rendite von 417%. Man muss mindestens 0,01 Ethereum einzahlen, das ungefähr einem Gegenwert von 20 US-Dollar entspricht. Und man kann maximal 100% seiner eingezahlten Menge hier durch Reinvestieren rausholen. Das Ganze ist nach oben hin gedeckelt, damit quasi Leute wieder neue Einzahlungen vornehmen müssen, um weiter im System zu bleiben bzw. weiterhin zu verdienen. Das heißt dann quasi bei 100% sind das circa 12 Wochen bzw. in der 13. Woche habt ihr dann eure maximalen Compound erreicht. Fees haben wir 10% für Ein- und Auszahlungen, für Reinvestitionen, also für Compound fällt keine Fee an und diese 10% sind dementsprechend aufgegliedert, also 5% gehen zurück in den Total Value Locked, also in den Contract, und 5% werden an das Entwicklerteam weitergeleitet. Dann auch noch ganz wichtig, wie ihr in das Ganze investiert, und zwar müsst ihr euch auf der Binance Smart Chain befinden, also das Ganze läuft nicht auf der Ethereum Chain, sondern auf der Binance Smart Chain. Ihr müsst hier oben dementsprechend eure Wallet connecten und euch auf der Binance Smart Chain befinden und den Ethereum-Token auf der Binance Smart Chain zu eurer Wallet hinzugefügt haben. Wie macht ihr das Ganze? Und zwar, wenn wir uns einmal hier die Docs anschauen, das ist das Ganze erklärt, damit wir den Telegram-Kanal hier auch noch erwähnt haben. Das empfehle ich immer, damit ihr über die neuesten Updates der Projekte informiert seid, einfach in die Telegram-Gruppe gehen. Ich werde das ebenfalls in der Videobeschreibung verlinken. Aber jetzt erstmal dazu, wie könnt ihr den Ethereum-Coin auf der Binance Smart Chain zu eurer Wallet hinzufügen. Und zwar schauen wir das Ganze einmal in den Docs an. Sie haben sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich bin das alles gerade im Einzelnen schon durchgegangen. Also hier steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ihr habt ein genaues Tutorial, wie ihr das Ganze macht, wirklich Schritt für Schritt. Ich kann euch das beispielsweise mal zeigen, jetzt anhand von dem, wie man den Token hinzufügt. Und zwar, wie fügen wir jetzt den Ethereum-Coin zu unserer Binance Smart Chain hinzu. Und zwar wirklich, hier ist alles einzeln aufgegliedert. Erstmal, wie ihr euch den Coin auf eure Wallet schickt. Also geht das alles im Einzelnen durch. Also das alles hier als Hilfestellung für die Leute, die sich nicht auskennen, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen jetzt auf, wie funktioniert das Ganze. Hier ist das eben nochmal, was ich euch gerade erklärt habe, im Detail hinterlegt. Und zwar, was jetzt eben für uns wichtig ist, ist die Contract-Adresse des Ethereum-Coins auf der Binance Smart Chain. Und den finden wir einmal hier oben, wenn wir nochmal hier hochgehen. Und zwar ist hier die Adresse hinterlegt. Diese kopieren wir uns jetzt in diesem Fall einmal und werden die zu unserer Wallet hinzufügen. Dazu öffnen wir einmal hier unsere MetaMask. Ihr seht das hier oben wahrscheinlich nur abgeschnitten, aber wir müssen uns eben auf der Binance Smart Chain befinden. Scrollen dann hier runter, gehen auf Import Tokens, kopieren das, was wir uns gerade rausgesucht haben, hier rein. Das wird dann hier unten schon automatisch ausgefüllt und ihr geht dann hier auf Add Custom Token, geht auf Import Token und solltet hier dann auch schon eine Balance angezeigt bekommen, wenn ihr euch eben schon Ethereum über die Binance Smart Chain an eure Wallet geschickt habt. Und mit diesem Coin, beziehungsweise diesen Coin braucht ihr, um zu investieren, geht ihr zurück, wenn ihr die Wallet hier oben connected habt und der Timer eben abgelaufen ist, geht ihr quasi hier in das Feld, gebt die Menge an Ethereum ein, die ihr staken wollt, wenn ihr beispielsweise 2 Ethereum hier reinpacken wollt und der Timer abgelaufen ist, geht ihr dann quasi hier auf Deposit und dann ist die Menge eingezahlt. Und dann könnt ihr eben alle 7 Tage hier eine Aktion ergreifen. Entweder ihr reinvestiert das, was ihr verdient habt, also eure 8% auf eure Einzahlungsmenge, oder ihr könnt dann dementsprechend auszahlen, das ist natürlich euch überlassen.
Wie gesagt, das Ganze ist immer auf 7 Tage angelegt, egal welche Aktion ihr ergreift. Es wird immer 7 Tage dauern, bis ihr quasi die nächste Aktion hier in diesem Fall ergreifen könnt. Um es nochmal zu erwähnen, Reinvestitionen kosten euch keine Gebühren, Ein- und Auszahlungen sind jeweils bei 10% Gebühren, das ist aber völlig normal bei solchen Projekten. Wie ihr jetzt wahrscheinlich rausgehört habt aus dem Video, ich bin dem Projekt sehr, sehr positiv gestimmt, da es eben der erste Autominer ist für Ethereum, also sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Projekt entwickelt. Wie gesagt, ihr habt hier oben den Launch-Timer, steigt direkt nach Ablauf dieses Launch-Timers ein, beziehungsweise in den ersten Stunden, damit ihr eben einer der ersten Investoren seid und so eben euer Risiko minimiert. Das Ganze hier ist natürlich keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Ich stelle euch hier nur das Projekt vor und sage was dazu, das sollte jedem hier bewusst sein. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit auf Twitter schreiben. Der Link ist unter anderem hier auf dem Kanalbanner oder in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.